Nimm's auf. Ja, ich glaub. Das sind so super professionell. Was war das jetzt gerade für ein Fakt? Ich schon wieder vergessen. Wir haben doch gerade nicht angefangen. Ach so. Man sieht mich schon, oder? Jetzt wieder. Hi, ich bin Lina. Und ich dachte mir, ich drehe jetzt ein YouTube-Video. Und um anzufangen, habe ich mir gedacht, ich erzähle ein bisschen was über mich. Und fand es aber langweilig, wenn ich selber Eigenschaften von mir erzählt oder so. Ich bin ein sehr toller Mensch. Deshalb habe ich drei meiner engsten Freunde gefragt, ob sie meiner Schwester ein paar Sachen schreiben können, was ihnen zu Lina einfällt. Und das wird sie mir jetzt vorlesen. Ich habe meinen Kaffee, meine dritte Tasse heute. Und das Video ein bisschen nervös wird, dann liegt es am Kaffee. Meine liebe Schwester hinter der Kamera liest mir das jetzt vor. Also. Vielleicht rate ich dann auch mit. Oh ja, ich rate dann am Ende, wer es war. Weltoffen, kreativ, impulsiv, liebevoll und tierlieb. Oh, was war das zweitletzte? Liebevoll. Liebevoll. Süß. Und tierlieb, das stimmt. Ich bin nämlich vegan seit 2 Jahren. Und genau, wahrscheinlich kommen dann auch ein paar Rezepte und so auf YouTube online. Mal gucken, ob ich das auf die Reihe bekomme, zu kochen. Doch, ich koche eigentlich, ich finde, ich koche gut. Koche ich gut? Ich bekomme nur Zustimmung hinter der Kamera, also... Ach, jetzt muss gerade. Ach so, wer das war? Das war doch bestimmt als Axel, oder? Weil es so kurz angebunden war. Danke, Axel. Ich werde voll nervös, ich habe Angst, dass ich den über mich drüber leere. Okay, fang nochmal an. Die beste Tänzerin war es... Mach mal langsamer. Ich muss dann noch was dazu sagen. Beste Tänzerin war es auch schon immer. Punkt. Jetzt sagst du was sagen. Okay. Ja, ich würde ja wissen, wer das geschrieben hat, weil damit kannst du das... Dann lesen wir jetzt mal weiter. Okay, dann lesen wir weiter. Gucken. Einfühlend. Ist das nicht einfühlsam? Aber einfühlend, ja, ich bin so ein bisschen... Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Seelsorger der Clique. Aber ich mache das gern. Ich rede gern mit Leuten über ihre Probleme. Okay. Gut, wollend. Beste Beziehungsratgeberin. Wenn du Beziehungsratgeber brauchst, call me. Aber, ja, solange andere glücklich sind. Hello darkness, my old friend. Bisschen verpeilt. Minimal. Bisschen, gell? Ja, bisschen ist gut. Fun Fact, ich habe in der ersten Woche meiner Arbeit, auf meiner Arbeitsstelle, also studiere dual, und in meiner Praxisphase habe ich in der ersten Woche den Schlüssel verloren vom Büro. Und ich glaube, das weiß bis heute niemand. Aber ich habe ihn noch gefunden. Ich habe ihn in der Bar verloren und kam dann zu Hause an und habe gemerkt, fuck. Ich habe neulich mit Axel drüber geredet, was mir schon peinliches passiert ist. Und da ist mir eine Story eingefallen. Die ist schon so lange her. Ich glaube, da war ich 15 oder so. Und bin zu einem Freund gefahren. Falls du das siehst und dich noch an die Story erinnerst, schreib mir. Und musste dann quasi im Bus umsteigen, bevor ich zu dem kam. Und bin quasi in den Bus rein. Und habe mich dann an diese Klappsitze gesetzt, die gegenüber von der hinteren Tür sind. Und der Bus fährt so langsam los und ich war gerade so zwischen Sachen ablegen und hinsetzen. Und dann hat irgendein Depp dem Bus die Vorfahrt genommen. Der Bus war eine Vollbremsung. Mich haut's vor. Ich habe noch irgendwie im Flug so einen Kinderwagen oder so eingestopft. Und lag wirklich, ich lag so in dem Bus. Als bin ich so enge Augen. Der Bus war voll voll. Dann kamen alle Leute so, oh mein Gott, geht's dir gut? Geht's gut? Ich so, mir geht's gut. Bitte machen Sie einfach weiter. Und dann hat mich der Busfahrer noch vorgeholt und meinte, ja, komm, setz dich neben mich, nicht, dass dir irgendwas passiert ist. Gib mir deine Kontaktdaten, dass wir dich nochmal anrufen können. Ich so, mir geht's wirklich gut. Bitte, bitte, lassen Sie mich einfach wieder hinsetzen. Auf jeden Fall war meine Haltestelle die Endstation und dieser Busfahrer steigt noch mit mir aus, um dem Freund zu sagen, ja, gell, es ist gerade passiert, pass auf sie auf, nicht, dass sie eine Gehirnerschütterung hat und ich weiß, können wir bitte einfach gehen, das ist mir echt unangenehm. Ja, so viel zum Thema verpeilt. Sehr gute Köchin.
Da waren wir schon. Interessiert? Ja, ich bin schon immer sehr, ich würde eher sagen neugierig. Ich bin so ein super neugieriger Mensch. Ich muss immer alles wissen. Wenn mir jemand so einen Satz erzählt, dann will ich direkt alles wissen. Und dann kann ich aber auch nicht warten. Ich bin auch ganz schlecht. Ich liebe Überraschungen, aber wenn ich weiß, ich bekomme eine, dann will ich es wissen. Das ist ganz schlimm. Oh, habe ich jetzt getropft? Hier. Ich glaube, da ist gerade ein bisschen Putz von der Wand abgefallen. Okay, sehr gut. Menschenlieb? Ja, ich habe alle menschenlieb. Offen für alles. Ja. Ich lasse mich gern für neue Sachen begeistern. Stimmt. Chaotisch, aber in Ordnung. Was? Ja, aber mit Ordnung. Ja, das stimmt. Man braucht immer so ein, in der Unordnung, so eine bestimmte Ordnung. Und wenn man die aber, das Schlimme ist ja, man weiß selber, wie die Ordnung, wo was ist, im Chaos. Und wenn dann irgendjemand da eingreift und ein Teil so verschiebt, dann ist komplett alles dahin. Und dann war es mit der Ordnung. Und dann finde ich aber auch nichts mehr. Immer für einen da. Auch für dich. Humorvoll? Ja. Passt. Passt. David lacht. Klappt voll gut. Fantasievoll. Fantasievoll? Echt? Denk mir ganz Sachen aus. Fun Fact, ich hab in der in der ersten oder zweiten Klasse ein Buch geschrieben. Das hieß irgendwie Der Roboter oder Robo oder so. Meine Mama hat das safe irgendwo aufgehoben. Und dann habe ich dazu so gemalt. Das Ding ist, ich konnte noch nie malen, überhaupt nicht. Also so gut, wie man halt in der ersten Klasse malen kann oder in der zweiten. Auf jeden Fall habe ich dann das alles auf einem Karo-Blatt aufgeschrieben. Und hab dann diesen Roboter, ich hab halt über einen Roboter geschrieben, weil ich quasi den Kästchen entlang gemalt hab. Weil ich nichts anderes malen konnte. Und dann hab ich irgendwie geschrieben, der hat eine Freundin und er hat Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Das weiß ich noch von der Storyline. Und mehr weiß ich nicht mehr. Das war mein erstes Buch. Basically, der Autorin. Ja, das war eine Person. Das war safe, David. Das ist alles so positiv. Ich bin einfach perfekt. Ich hätte irgendwie gedacht, dass Sachen kommen wie nervig, macht immer was kaputt. Du bist sehr, sehr nervig, wenn was Mensch. Das stimmt. Ich habe Kaya irgendwie schon seit einer Woche genervt, dass ich dieses Video drehen will, weil sie die einzige mit einer guten Kamera ist. Sie ist einfach die beste Schwester. Die schönste Schwester der Welt. Ja. Alle ihre Freunde wollen ihre schönste Schwester der Welt heiraten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich kindischer bin als meine Schwester. Und meine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich. 4,5. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie trinkfester ist als ich mit 16. Vor 2 Wochen oder so saßen wir draußen auf der Terrasse, bin auch bei schönem Wetter. Und haben einen Sekt getrunken. Und ich war, glaube ich, schon nach dem zweiten Glas habe ich so angefangen zu lallen. Und Kai war noch so voll präsent da und hat noch so voll klar mit mir geredet. Und ich war so, funny, schöner Abend. Woo. Irgendwie könnte man manchmal meinen, dass ich die Jüngere bin. Okay, jetzt machen wir mit der dritten Person weiter. Überall und auch Wochen später finde ich Glitzer, wenn Lina bei mir war. Ja, true. Ich hinterlasse nur so. Ein Nachbar hat mal gesagt, ich hinterlasse Häufchen. Ich so überall irgendwas liegen lasse. Sie ist genauso facettenreich wie ein Regenbogen. Von absolut crazy, lustig, kindisch bis sehr einfühlsam und verantwortungsbewusst. Oh, das ist aber nett. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Das ist echt lieb, denn das sind so viele nette Sachen. Sie liebt und lebt sehr für ihre Emotionen. Manchmal zu sehr, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber genau das lieben wir alle an ihr. True. So true. Ich bin so ein Emotionsvulkan. Manchmal kann ich meine eigenen Emotionen nicht kontrollieren. Ich bin so traurig und tue aber so, als habe ich die schlimmsten Depressionen. Ich bin
glücklich. Das Leben ist geil. Ich bin die coolste auf der Welt. Buh. Emotionen kontrollieren, nicht so mein Ding. Das Schlimme ist, dass ich dann halt auch oft auf Emotionen agiere. Und dabei kommt meistens nichts Gutes raus. Okay, schnell weiter. Jedes Fettnäpfchen, das es gibt, egal wie klein es ist, Lina findet es und schlägt wie ein Atombomb ein. Drew. Komm auch schon zum letzten Punkt. Aber egal, was ich oben alles geschrieben habe, das Wichtigste ist, dass ich mich immer auf meine beste Freundin verlassen kann und dafür liebe ich sie unendlich sehr. Oh, danke. Ey, das ist richtig süß. Richtig lieb. Das war safe von Lena. Danke, Lena. Ich hab dich lieb. Mit Lena kommt übrigens auch bald ein Video raus. Da reden wir über das Thema, das ich letztens auf meinem Blog-Eintrag geschrieben hat. Ja, ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Es wird sehr gut. Wir haben schon voll viele Pläne dazu gemacht. Ja, und darauf freue ich mich schon richtig. Ansonsten, guckt mal ein cooles Video an. Unser Musikvideo, das wir gedreht haben. Ja, es ist schon ein bisschen in Planung, ein neues Lied, aber ich weiß nicht, wann wir das verwirklichen können. Folgt mir auf Instagram, abonniert den Kanal und freut euch auf Neues.